Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf dem Bergwerk 4x4. Und ja, wir sind mit dabei, ist der großartige Mein C tut weh. Keine Ahnung, ob das der Originale aus dem Paluten-Sturmwaffel-Video ist oder ob... Weil heute ist ja tatsächlich hinzugefügt worden in Minecraft, dass man seinen Namen ändern kann. Oder ob der einfach schon seinen Namen geändert hat. War ein bisschen lustig sein, oder? Finde ich auf jeden Fall nicht so cool, dass man seinen Namen ändern kann. Weil vorher hatte man so eine eigene Identität, sag ich mal, in Minecraft. Und ja, jetzt hat man halt keine eigene Identität mehr, weil jetzt könnte theoretisch, wenn ich mich umbenenne und irgendein anderer sich dann meinen Namen ergattert, könnte der sich einfach Torben nennen. Und dann wäre ich nicht mehr, wäre der Torben, der eigentlich nur früher der Torben hätte sein können, auf einmal gar nicht der Torben, sondern jemand anders. Aber egal. Ist auch, teilweise hat es Vorteile, teilweise ist es Nachteile. Weil wenn man so einen Namen hat wie Flo, den würde ich natürlich auch ändern. Aber ich meine, ich habe mir damals schon Gedanken über meinen Namen gemacht und deswegen brauche ich diese Funktion eigentlich nicht. Was soll das eigentlich hier? Komm, ah schade, ich dachte, er kann mir No-Hit geben. Entschuldige mal. Guck mal, es juckt wieder keinen aus meinem Team. Es juckt wieder einfach nobody. Nobody. Alter, Leute. Da kam einer zu uns. Pass mal auf, Mann. Ich verstehe diese Inkompetenz mittlerweile nicht von den Spielern. Also dieser Fabo scheint ganz gut zu sein. Aber der Rest macht einfach wieder nur Bullshit. Die brauchen Jahre, bis sie da beim Eisen sind, bauen sich alle gegenseitig runter oder so. Ja, er schreibt yes. Yes, gerade wäre unser Bett fast kaputt gegangen. Yes. Mann. Das ist ja schon wieder nervig, ey. Der hat doch nichts. Warum tötet den keiner? What the fuck? Erstmal Zurücksetzer des Jahres hier. Okay. Das war's mit ihm. Oh, da unten sind ganz viele Goldbarren. Ja, toll. Ja, richtig Töfte. Oh, hier sind auch noch Goldbarren. Ja, ich würde sagen, aus dem Rushen wird jetzt gerade nichts. Jetzt werde ich mich erstmal zum Schnieken halt zu Hause begeben. Boah, Gott sei Dank, ey. Wäre richtig ausgerastet, wenn ich da jetzt nicht mehr hochgekommen wäre. Er rennt einfach daneben. Fabo ist ja ein super Spieler, habe ich ja eben noch gesagt. Vielleicht nehme ich ein bisschen was davon zurück. Aber nee, das passiert mir auch oft. Also alles im grünen Bereich. So, ich hätte gerne noch so ein Pfeilchen hier. Damit ich so ein bisschen auf die aufpassen kann, auf die netten Spieler, die hier hinwollen zu uns. Damit ich die so ein bisschen under control habe. Alter, warum haben die den Weg hier so behindert abgebaut? Es geht ja mal gar nicht klar. So, jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Wenn ich mich jetzt nämlich ein bisschen anders hinsetze, sodass es für mich bequemer ist. Oh, okay, passt noch sehr gut. Jetzt muss ich einfach so sitzen bleiben. Läuft bei mir. Drei Eisen? Nee, spare ich weiter. Pass auch noch so ein bisschen nebenbei auf, dass keiner zum Bett kommt. Indem ich hier meine ultimativen Abschuss-Skills bringe. Also der will zu gelb rennen, das heißt, er hat Gold dabei. Finde ich nicht in Ordnung. So, mach's gut. Warte, bleib noch ein bisschen länger stehen, bitte. Moment. Danke. Du solltest nämlich auch kein Equip mehr haben. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du es so freiwillig abgegeben hast. Mal gucken, ob ich da hinten noch welche von grün kriege. Ja, das war jetzt natürlich ein schlechter Versuch. Ah, kriege ich den da hinten vielleicht? Mal gucken, jetzt vielleicht. Ne, er kam zu spät an, der Fall. Ah, wir sind zwei rote ich kann nicht sprechen. In der Mitte. Komm schon, Tom. Einmal wird sich auf dich... Okay. Wird sich doch nicht. Boah, ich dachte jetzt, ich mache den Fehler, sodass der zu unserem Bett kommt. Aber Gott sei Dank hat er den Fehler von selbst. Hat er schon gemerkt. Ah, eigentlich habe ich doch nicht so viel Bock, das Bett von denen zu zerstören.
lass ich es mal lieber sein, ne? Hat er selber schon gemerkt. Gott sei Dank hätte ich ihm schon wieder Schuldgefühle bekommen. Weil ich mag es nicht, verantwortlich zu sein für den Untergang eines Bettes. Wo mir das eigentlich auch relativ egal ist. Sehr schön. Unser Team scheint doch ganz gut zu sein. Oder gefällt mir auf jeden Fall. Hole ich mir jetzt nochmal ein paar Blöcke. Und ein bisschen Lederrüstung. So, Blöcke sind wichtig. Und Lederrüstung ist natürlich auch vor allem der Lederhelm. Ihr müsst wissen, der Lederhelm ist einfach heilig. Jetzt kommt da einer. Aber gar nicht cool. Oh, na gut. So, ich werde mich dann mal in die Mitte begeben. Und gucken, ob ich da irgendwas reißen kann. Du stehst ja bitte nicht so rum. Denn dann bewegst du dich. Sonst denke ich nämlich, du stehst da oben rum und wirst mir nicht gefährlich. Renn zu Blau. Ach, Blau hat kein Team-Dings mehr. Entschuldige. Wolltest du mich jetzt gerade austricksen? Das sehe ich nicht ein. Dafür werde ich dein Bett kaputt machen gehen. Und das Bett soll mir gehören, Typ, der da vor mir hinrennt. Dr. J. Ja, jetzt tötet er den, der keine Gefahr dargestellt hätte. Aber... Scheiße, haben wir noch, ne? Okay, nee, das ist mein Bett, Kollege. Ah ja, wenn man denn so kompetent... Dann hole ich mir wenigstens die Kills. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! 6 Minuten 32 ist das neue Rekord. Nee. Okay, schade. Das ging jetzt im Endeffekt schneller, als ich gedacht habe. Mit so einer kurzen Runde habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber egal, ich werde euch dann jetzt einfach noch... ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Runde anzufangen für 4 Minuten. Um eine schöne 10 Minuten. 10 Minuten. Ja. Habe jetzt keinen Bock, noch eine Runde aufzunehmen, muss ich sagen. Weil es schon spät ist. Aber... Ja, dann stelle ich mich einfach mal hier hin. Und erzähle ein wenig. Oder wir machen einen Spaziergang. Wenn die Lobby hier mal laden würde, ich weiß nicht. Ah, danke schön. So, dann machen wir einen Spaziergang. Warum sind die Spieler an? Hallo? Aha. Ja, machst du? Komm, komm, komm. Okay, er versteckt sie einfach nicht. Alles klar. Oh, oh mein Gott. Wir sind in der Luft und fallen langsam runter, Leute. Hi, ja, okay Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst doch einfach mal eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne auf den Abonnieren-Button drücken. Das ist kostenlos und freut uns besonders. Und ja, wenn sonst nichts mehr zu sagen ist, ich glaube, ist nichts mehr zu sagen, oder? Ne, es ist nichts mehr zu sagen, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.